Das größte Berliner Gewässer, der Müggelsee, ist mit seiner waldreichen Umgebung eines der schönsten Naherholungsgebiete Ost-Berlins. Dort, wo sich der See stadteinwärts zum Flusslauf verengt, liegt Friedrichshagen, beherrschen Villen und Mietshäuser, Bootsstände und Pavillons das Ufer. Gegründet wurde Friedrichshagen 1753 als Kolonistendorf auf Befehl Friedrichs des Großen, der hier wie auch anderswo in der menschenarmen Mark ausländische Arbeitskräfte ansiedelte, um Handwerk und Gewerbe zu entwickeln. Jetzt ist Friedrichshagen ein Ortsteil des Bezirks Köpenick und eine ungewöhnliche Ostberliner Vorstadt, voller Geschichte und Alltagsgeschichten. Eine gute halbe Stunde dauert die Fahrt mit der S-Bahn vom Zentrum, vom Bahnhof Friedrichstraße, dem Grenzübergang zwischen Ost und West. Ein schneller Weg auch für Westberliner nach Friedrichshagen. Berlin-Friedrichshagen. Der soeben eingefahrene Zug fährt nach Erkner. Erkner einsteigen bitte. Seit 1842 machten hier Fernzüge der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn halt. Doch erst in den 90er Jahren wurde ein Stadtverkehr eingerichtet. Dagegen erhob die Friedrichshagener Geschäftswelt entschiedenen Einspruch. Mit der Begründung, dass nunmehr alle Einwohner Friedrichshagens nach Berlin fahren und ihre Bedürfnisse dort befriedigen würden, wodurch die Friedrichshagener Geschäftswelt ruiniert werde. Diese Voraussage ist heute eher in ihr Gegenteil umgeschlagen. Am S-Bahnhof beginnt die Böllsche Straße, Anziehungspunkt für fast 30.000 Friedrichshagener, für Ausflügler und jene auf ihrer Jagd nach Raritäten in der Vorstadt mit Großstadtflair. Die Straßenbahn verbindet seit bald 100 Jahren den Bahnhof mit Badeanstalten und Dampferanlegestellen. Zuerst von Pferden gezogen, wurde daraus die Dampfstraßenbahn Auguste. Seit 1906 verkehrt die elektrische auf der 2 Kilometer langen Strecke, die einst Friedrichstraße hieß. Im antipreußischen Klima der Nachkriegszeit wurde sie in Böllsche Straße umgetauft, nach dem Gründungsmitglied des Friedrichshagener Dichterkreises kurz vor der Jahrhundertwende. In dem kleinbürgerlichen Städtchen flanierten rauschebärtige Exzentriker mit wehenden Mänteln und riesigen Hüten über den Boulevard. Sozialreformer und romantische Sozialisten, Dichter und Philosophen. Mit Herz und Feder den zu kurz gekommenen, dem Proletariat des Großstadtmolochs zugewandte Antibürger auf der Stadtflucht. Die Böllsche Straße im Spätsommer. Ein Pflaster zum Bummeln und Einkaufen mit altvertrauten Fassaden und mit kleinen Geschäften, wie sie so vielfältig in deutschen Städten Ost oder West kaum noch anzutreffen sind. Gleich hinter den Häusern der Hauptstraße erstrecken sich ländlich nützliche Gärten. Auf halber Strecke zwischen Bahndamm und Seeufer ragt der Kirchenbau wilhelminischer Zeit über die Häuser rein. Lang fallen die Schatten seines rauchenden Schlotes über die Dächer des Berliner Bürgerbräus, des anderen Wahrzeichens der Straße. Die Brauerei wurde 1869 gegründet. Gebraut hat aber schon der Erbauer der Siedlung, der Domänenrat Pfeiffer, ohne das allerdings dem Fiskus anzuzeigen. An Pfeiffer erinnert der Name einer kleinen Gasse neben der Brauerei. Von hier aus verband einst die Fähre Friedrichshagen mit dem gegenüberliegenden Seeufer. Jetzt wird das Bier wieder mit Pferd und Wagen rund um den Schornstein ausgeliefert. Tradition hat Auftrieb. Der Kommissarius Pfeiffer nutzte den Befehl zur Gründung Friedrichshagens vor allem zum eigenen Vorteil. Er ließ über einen Strohmann ein kleines Gut am Platz der heutigen Brauerei erstehen, mit weitgehenden Herrschaftsrechten über die neuen Siedler. Und für ganze 10.000 Taler wurden 25 von Anfang an hinfällige Doppelhäuser aus Fachwerk, Stroh und Lehm für 100 Familien eilig hochgezogen. Friedrichshagen blieb lange ein kleines, elendes Dorf.
Dann aber zogen in den Gründerjahren Mittelstandsfamilien aus Berlin zur Sommerfrische hierher, bauten Pensionisten ihren Ruhesitz. Wilhelminische Villen und Stadthäuser verwandelten das Dorf, das sich Luftkurort nennen konnte. Friedrichshagen profitierte nun vor allem von seiner Lebensqualität. Diese Tradition bewahren Straßencafés, Restaurants, Eisdielen wie an kaum einer anderen Ostberliner Straße. In der Böllsche ist Vergangenheit auch Gegenwart. Eine Spezialnäherei wirbt mit ihren Leistungen. Zum 750. Berlins erinnern im Schaufenster Ansichtskarten an das Gute der alten Zeit. In Köpenick ist Ruth Fröhlichs Spezialnäherei der letzte Betrieb, der noch Wäsche flickt und ändert. Ruth Fröhlich, Jahrgang 1912 und jung geblieben, säumt und näht noch immer an ihren soliden Maschinen, am selben Platz wie in ihrer Jugend. Frau Fröhlich, was machen Sie hier? Was bieten Sie hier an als Leistung? Als Leistung biete ich an Knöpfe, Knopflöcher, Unterröcke kürzen, Schlüpfer kürzen, Pullover enger machen und Gardinen nähen, Bettwäsche. Und das wäre es wohl schon so. Sie sind eine Spezialnäherei? Ne? Ja, Spezialnäherei. Wie lange machen Sie das schon? Ich mache das seit 1939. Uns ist aufgefallen, dass es doch hier nur sehr viele private Geschäfte und auch Handwerksbetriebe gibt. Ach, das ist überall eigentlich so. Das wird eigentlich jetzt gefördert mehr. Wieder. Weil sie uns brauchen. So sieht's aus. Und die Kundschaft sagte mal, ich soll nie meinen Laden zumachen. Ich werde noch gebraucht, aber ich wäre ja auch immer älter. So ist es doch. Ja, aber eine Weile, Ihr 50. Jubiläum werden Sie ja sicher feiern wollen. Naja, das möchte ich noch. Das ist mein Ziel. Das werde ich auch noch machen. Weil Sie uns brauchen, lautete der handwerksstolze Satz Ruth Fröhlichs. Das geht nicht mehr zu machen? Nein, das geht nicht mehr. Was willst du? An der roten Jacke die Knöpfe. Nachzuschlagen, Knopflöcher, das macht die Maschine nicht. Das muss schon neu sein. Nee, nachschlagen geht. Ja, Nachschlagen. Ist ja aber alles offen. Nachschlag kriegst du höchstens, wenn du unten in der Gemeinschaftsverpflegung ist. So, da wissen Sie jetzt Bescheid. Wiedersehen. Also, wiedersehen. Frau Fröhlich stammt, wie viele alte Friedrichshagener, aus einer Gastwirtsfamilie. Die Annoncen von Künstlerkonzerten, Kinoprogrammen und von Fröhlichs Brauereiausschank, der sonntägliche Militärmusik im Ersten Weltkrieg ankündigte, sind wie ein Porträt des alten Fritz und die Fassaden Erinnerungen an königlich-kaiserliches Preußen. Nostalgie erfreut sich inzwischen auch amtlicher Wertschätzung. Die gute alte Zeit prägt natürlich nicht alleine das Gesicht der Böllsche Straße. Nahe der Kirche mussten in den 60er Jahren kleine alte Häuser dem Neubau einer HO-Kaufhalle weichen. Die Kaufhalle bedient täglich 3.000 bis 5.000 Kunden mit mehr als 80% der Nahrungsmittel und Haushaltswaren in Friedrichshagen. Sie befriedigt Standardbedürfnisse. Der private Handel oder das staatliche Delikatgeschäft liefern die Extras. Langweilig sehen die Kaufhallen mit ihren Regalen, reihenweise gefüllt mit denselben Produkten, schon aus. Doch das Westauge entdeckt einige Kabinettstückchen der Warenwerbung. Schokobärchen im Nantekostüm entpuppen sich als Vollmilch-Schokoladen-Hohlkörper. Mit sozialistischer Korrektheit wird mitgeteilt, dass 2¼ Eier in jeder Kilopackung Teigwaren verarbeitet sind. Bekanntlich sind Grundnahrungsmittel wie Brot, Mehl, übliche Gemüse, Kartoffeln, Milch und einiges mehr nach westlichen Preisbegriffen sehr billig. Davon allein jedoch lebt auch in Friedrichshagen niemand mehr. Und so ist nicht das ausreichende Angebot, sondern das allgemein hohe Preisniveau die Überraschung. Einfache Wurst 100 Gramm um 1 Mark, 12 Eier zu 3,48 Mark, das halbe Pfund Butter 1,75 bis 2,40 Mark, Schnaps zwischen 15 und 20 Mark. Preise wie im westlichen Billig-Supermarkt. An den Kassen bedienen Kolleginnen von der Jugendbrigade. Eine der wenigen Gelegenheiten im Alltag, außerhalb von Feierlichkeiten, FDJ-Embleme zu sehen.
Verkäuferinnen, Lagerarbeiter, Kassiererinnen werden wie im Westen immer gesucht. Sie verdienen als Grundlohn im Monat zwischen 550 und 640 Mark. Mit Leistungszuschlägen und Prämien können es auch 200 bis 300 Mark mehr werden. Wer bei West-Berlins Polizei Kontaktbereichsbeamter heißt, wird in Ost-Berlin ABV, Abschnittsbevollmächtigter, genannt. Der hält Bürgersprechstunden ab, weiß mit Hilfe von freiwilligen Mitarbeitern und gesellschaftlichen Organisationen Bescheid über seine Aufsichts- und Schutzbefohlenen. ABV Mustrop ist für Ruhe und Ordnung von rund 3.500 Bürgern von Bölsche und Nachbarstraßen verantwortlich. Kann man sagen, dass Friedrichshagen ein besonderer Ort ist? Ja, ich würde sagen ja, denn wenn man mit dem Friedrichshagener spricht, der Friedrichshagener liebt seinen Kiez aus einem ganz einfachen Grunde, weil hier, würde ich sagen, erstmal, wenn man die Gegend sieht, Michelsee nicht weit weg, dann möchte ich sagen, Auszugsgebiet und die Bildstraße selbst als unsere Prachtstraße, als unser Einkaufszentrum, möchte ich sagen, hat doch was gesehen. Musst du und Sie selber, wie finden Sie es? Also ich muss sagen, ich bin seit 10 Jahren hier. Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl hier und man möchte auch nicht gerne wieder weg. Lebensqualität hat die Bölsche Straße. Eisdielen sind wie in aller Welt Gourmetparadiese der Kinder. Eisdielen sind bevorzugter Treffpunkt der Twans und Teenies, Jugendszene inklusive Backfisch und Lederfreak mit Maschinen. Die jungen Mädchen, die Eisdielen so gerne besuchen, gefallen auch einem Maler, der sie aus seinem Mansarden-Atelierfenster registriert. Thomas Richter, 1955 geboren, wählt sich vorstädtische und ländliche Motive, die in seiner Malerei märkisch und mediterran zugleich wirken. Und dann malt er Frauenbilder. Richter gehört zu den jüngeren Talenten der DDR, von denen sie sich, wie im Herbst 87 im DDR-Kulturzentrum in Paris, im Ausland repräsentieren lässt. Herr Richter, ist Friedrichshagen so der zufällige Ort Ihres Wohnens oder hat das darüber hinaus, hat dieser Ort auch noch eine Bedeutung für Sie, für Ihre Arbeit? Also erstens bin ich hier geboren und bin hier aufgewachsen, also bis auf kurze Unterbrechung. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich hier woanders leben will. Und hier bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und mit der Malerei hat es natürlich nachher auch eine ganze Menge zu tun. Weil das kann natürlich nicht ohne Folgen bleiben, dass man hier mal gelebt hat und seine ersten Eindrücke gewonnen hat. Und dann hat sich der Ort natürlich stark verändert. Aber das ist eben nicht die Stadt, sondern die Vorstadt. Und da hört irgendwas auf und fängt was anderes ein bisschen an. Und da fahren die Züge raus und da stehen einzelne Telegrafenmasten. Und wenn man in der unmittelbaren Umgebung rausfährt, gibt es eben Eisenbrücken. Und die kündigen also irgendwie was Neues an und dann träumt man davon, dass es mehr anfängt. Es hat ja mal so um 1900 so etwas wie eine Künstlerkolonie in Friedrichshagen gegeben. Ist davon was geblieben, also so als ein Ambiente, wo man wieder Lust hat, als Künstler zu leben? Na, erstmal ist das ein Mythos, ne? So ein bisschen hier für Friedrichshagen. Und der hat sich bei einen, die auch hier geboren sind, auch Kollegen von mir, die hier geboren sind, immer so inhaltlich erhalten. Und man redet auch manchmal drüber. Man kennt die Häuser, wo eben Peter Hille mal gewohnt hat und wo der Dorfknast war, wo sie dann die Eingeknasteten besucht haben und wo der Fidus sein Haus hatte, dieser gruselige Maler. Und vielleicht ist bei einem und vielleicht auch bei mir so im Unterbewusstsein so ein bisschen der Traum davon da, aber der lässt sich natürlich nicht nochmal realisieren. Ne? Und dann gab es natürlich nach dem Krieg dann wieder Bobrowski und solche Leute, die uns eigentlich immer im Hintergrund sind. Also deswegen bedauert man manches, wenn manches wegfällt oder abgerissen wird oder dafür kommt eine Kaufhalle hin oder so, dann bedauert man, weil man eben doch weiß um die Sachen, die früher hier passiert sind. Klar.
Und dann erinnert er sich, es gab ja mal eine Zeit, da stand in jeder Kneipe noch ein Billardtisch. Die Suche nach Spuren vom Friedrichshagener Dichterkreis führt zum Mögelseedamm Nummer 254. Hier hatte sich von 1890 bis 1918 Wilhelm Boelsche eingemietet. Er war mit Bruno Wille und Otto Brahm Begründer der Freien Volksbühne, des Theaters, das neuen sozialen Schichten das zeitgenössische Drama vorführen sollte. Der vielseitige Boelsche schrieb Romane und populärwissenschaftliche Bücher, so über das Liebesleben in der Natur. Die Dichter zogen in Straßen wie die Ahornallee, in die Dachstuben und Remisen der Häuser mittelständischer Pensionäre. In den damaligen Neubauvierteln lebten die schriftstellenden Gebrüder Hart, der anarchistische Philosoph Gustav Landauer. Unter den zahlreichen zeitweiligen Gästen war auch August Strindberg, der jedoch fluchtartig das von ihm sogenannte Friedrichswahn verließ. Bruno Wille über das, was die Friedrichshagener Bohème für ein paar Jahre vereinte. Natureinsamkeit bei brausender Weltstadt, literarisches Zigeunertum und sozialistische wie anarchistische Idee, keckes Streben nach vorurteilsloser, eigenfreier Lebensweise. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte in diesem Haus in der Ahornstraße Johannes Bobrowski, einer der bedeutendsten deutschen Dichter der Gegenwartsliteratur, der 1965 mit 48 Jahren starb. Bobrowski. Befragt, ob es den Friedrichshagener Dichterkreis noch gäbe, antworte ich wahrheitsgemäß mit Ja, es gibt ihn. Er hat zwei ordentliche Mitglieder, welche laut Satzung gleichzeitig die Präsidenten darstellen und laut Satzung immer Recht haben. Manfred Bieler und den Unterzeichneten. Aus der Präambel der Vereinsstatuten. Der Friedrichshagener Dichterkreis sieht seine Aufgabe in der Beförderung der schönen Literatur und des schönen Trinkens. Paragraph 8. Das Zentralorgan des Friedrichshagener Dichterkreises ist die Leber. Besondere Mitteilungen erfolgen durch das Herz. Auch in Friedrichshagen blieb nicht alles beim Alten. In den 60er Jahren wichen in Bobrowskis Nachbarschaft alte Häuschen Neubaublocks und er notierte, man hat präzise, ausreichend detaillierte Vorstellungen, wenn es um die Zukunft geht. Aber wie das mit dem Alten, Früheren, dem Vergangenen gewesen ist, da bleibt man auf Vermutungen angewiesen. Jetzt ist die Boelsche Straße rekonstruktionswürdiger Denkmalschutzbereich. Das Alte wird bewahrt rund um die evangelische Christophoruskirche. Geht darum, dass wir einfach Sonntagspredigt von Pfarrer Hansche. In der wir hier und heute in unserer Situation, in unserer Gesellschaft stehen, uns mutig zu Jesus Christus bekennen und eben das Reich Gottes, das in ihm angebrochen ist, hier unter uns bezeugen durch Wort und Tat. Was haben wir davon, wenn wir bei der Gemeinde Jesu Christi bleiben und wir wissen, wir sind eine Minderheit geworden? Das ist ja gar nicht mehr gefragt und ist auch gar nicht mehr so attraktiv, obwohl man dann wieder erstaunlicherweise eben feststellt, dass viele junge Leute sich aufmachen und suchen und in der Gemeinde Jesu Christi finden den Freiraum, die Öffnung, das Versuchen, einander zu verstehen. Johannes Bobrowski sagt in seinem letzten Gedicht das Wort Mensch: Wo Liebe nicht ist, sprich das Wort nicht aus. Was haben wir davon, wenn wir Christen bleiben? Nächste Antwort: Wir bleiben Menschen der Hoffnung. Und auch hier wieder nur einige Sätze von Johannes Bobrowski. Als christlicher Hausvater wollte er seine Kinder aufziehen für eine Zeit ohne Angst. Und in seinem Roman Levins Mühle lässt er am Schluss den Weißmantel singen. Und Bobrowski fragt, wie kommt es, dass seine Lieder fröhlicher geworden sind? Und er fordert dann sozusagen uns alle auf, komm, wir singen. Die Kirche, architektonischer Mittelpunkt der Boelsche Straße, ist längst nicht mehr geistliches Zentrum einer umfassenden Gemeinde. Von den 28.000 Friedrichshagenern halten nur ein paar Tausend zur Kirche. Wirklich aktiv teilhaben, wie im Westen auch, noch weit weniger. Mit Reichsadler, Krone und eisernem Kreuz
erinnert das Kriegerdenkmal an die Gefallenen von 1870-71. Es hat sogar die bilderstürmenden Nachkriegsjahre überdauert. Inzwischen werden preußische Denkmäler als Geschichtszeugnisse bewahrt. Böllsche Straße, Mittwochnachmittags. Nur 4 Stunden in der Woche hat das Ausstellungsgeschäft für Stilmöbel aus Tischlerhand geöffnet. Die Chefin Frau Brückner erklärt dann immer wieder geduldig Funktion und Material der Schaustücke. Was der kostet? Was das für eine Epoche ist? Etwa 25.000 Mark, aber wir haben 4 Jahre Wartezeit. Ja, zur Epoche, das ist englischer Klassizismus. Und was für Hölzer haben Sie dazu gehört? Das ist Mahagoni, das ist Ahorn. Ich zeig's Ihnen auch mal von Türen. Ja, das sind die Auflagen. Darf ich bitte mal? So. 4 Tischler arbeiten 4 Monate an einem solchen Stück. In der Scharnweberstraße, der Parallelen gleich hinter der Böllsche Straße, hat Heinz Brückner seine Tischlerei. Bei gutem Wetter wird auch im Hof poliert und geschliffen. Bei Brückner arbeiten 5 Gesellen, die Frau und die Tochter, an den zumindest ein paar tausend Mark teuren größeren Stücken. Die Situierten, Handwerker oder Künstler etwa, wissen die Kunstfertigkeit der Friedrichshagener Tischlerwerkstatt DDR-weit zu schätzen. Oberhalb der Treppe erinnert ein russisch und deutsch beschriftetes Schild an die erste Nachkriegszeit. Dieses Unternehmen ist Aufbaubetrieb und darf nicht ohne Genehmigung des Kommandanten betreten werden. Die Montage auf eigene Faust war unerwünscht. Heinz Brückners Aufbaubetrieb hat sich zuerst behauptet und dann gut entwickelt in den folgenden Jahrzehnten. Herr Brückner, wie viele Tischler machen noch solche Intarsienarbeiten? Ja, also viel nicht mehr. Aber ich habe noch ein Kurses bei der Handwerkskammer Berlin, wo wir so eine Arbeitsgemeinschaft haben. Und da haben wir mal Anfängerkurses und fortgeschrittene Kurses, damit dieses Handwerk nicht ausstirbt. Aber jetzt sind Sie der einzige Betrieb, oder gibt es noch? Naja, ziemlich der einzige Betrieb. Also in der DDR gibt es noch mehr, nicht? Aber hier in Berlin, also Berlin. Ja. Wie lange gibt es denn die Möbeltischlerei Brückner schon? Die gibt es seit 1905. Ja, schon vom Vater auf mich und nachher muss meine Tochter das weitermachen. Ihre Tochter ist Möbeltischlermeisterin? Ja, die ist Meisterin. Sie sind richtig eine alte Friedrichshagener Familie, vermutlich. Ja, ja, ich bin ein richtiger alter Besenbinder, wie man so sagt. Ne? Ja. Besenbinder? Naja, wie das Dorf mal hier gegründet wurde damals, nicht mal, da wurden so, ich weiß nicht, wo sie herkamen, aus Böhmen und waren Fischer und eben so Besenbinder, die Reiser dann gebunden haben und dann verkauft haben. Ne? Und deshalb ist noch der Begriff immer vom alten Friedrichshagener Besenbinder. Ne? Die Tochter Gabriele hat mit 25 Jahren ihren Meisterbrief gemacht. Der Sekretär ist ihr Meisterstück gewesen. Mhm. Noch ist der Vater der Chef und in den freundlichen, patriarchalischen Verhältnissen seiner Werkstatt scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Keine 100 Meter weiter bildet sich vor der Fleischerei Krause morgens und nach der Mittagspause von Montag bis Freitag eine Schlange. Ein durchaus DDR-vertrautes Bild, Signal, dass sich der Einkauf lohnen könnte. Und dann stellen sich andere dazu. Im Schlachthaus sind derweil 6 Fleischer zusammen mit Meister Krause damit beschäftigt, Schweinehälften zu zerlegen und Wurst zu machen. An Ware, die der Meister selbst vom Schlachthof holt, herrscht kein Mangel, auch wenn die Schweinehälften schon dort nicht immer komplett sind. Gelegentlich fehlt der Schinken, der ist vielleicht auf Exportreise. Meister Krause ist seit 1965 selbstständig. Dieses Geschäft betreibt er seit 1970. Der Laden ist als einer von 2 in ganz Friedrichshagen übrig geblieben, als in vergangenen Zeiten das Sterben des privaten Handels und Gewerbes willkommen war. Seit vor einigen Jahren das wirtschaftspolitische Steuer umgelegt wurde, hat auch Meister Krause tüchtig zugelegt.
8 Verkäuferinnen und die Meisterin bedienen. Welche? Die beiden? 30 Wurstsorten, selbst gemacht, türmen sich in dem Laden, der sein Gesicht im traditionellen Stil bewahrt hat. Haben wir noch einen Grün? Fleischer Krauses Laden ist mit seiner überbordenden Fülle nicht unbedingt DDR-typisch. Aber rastloser Einsatz ermöglicht manches. Wenn es gilt, ihre Spezialität, Partyplatten, herzurichten, stehen Meisterin und Meister morgens um 2 Uhr auf. Und Urlaub machen sie natürlich so gut wie nie. Alles? Frau Krause pflegt eine schöne Tradition. Das prachtvolle Blumenfenster soll hier nicht über mangelnde Ware hinwegtäuschen. Mit Blumen schmückten früher alle Fleischer ihre Auslagen. Hüten gilt die zweite Leidenschaft der Fleischermeistersfrau. Und so ist sie in der Mittagspause oder schnell mal zwischendurch Stammkundin in Erika Pomjanowitschs Hutsalon auf der Böllsche Straße. Also ich habe noch so ein Modell da von einer Schaufensterdekoration. Für einen festlichen Anlass vielleicht? In der DDR verdienen Selbstständige oft das Mehrfache eines Angestellten oder Arbeiters. 40, 60, 80 Mark für ein schickes Modell sind schon mal übrig. Nur noch 2 Hutmacher in Ost-Berlin beschäftigen Angestellte. Den größten Salon betreibt seit 1985 Frau Pomjanowitsch. So ein Damenhutsalon ist ja eigentlich ein Gewerbe, was eher die ganze Stadt betrifft, nicht als so ein Ort allein. Ja, da kommen ja auch viele Leute von weit her, aus der Innenstadt hierher und so, weil eben so zu wenig Hutsalons für eine große Stadt eben ist. Und da zieht sich das von überall her, unser Publikum. Also von daher wäre es auch egal, wo er wäre. Er könnte auch ganz. Ja, der könnte auch woanders sein. Also ich glaube, in jeder Nebenstraße würde sich rumsprechen, da eben Hüte jetzt modern sind, wo sich ein Hutsalon befindet. Sechs Frauen stellen die Hüte her. Für Kundinnen aus der ganzen Stadt. Schicke Damenhüte sind eine beliebte und ausgefallene Variante in der Palette kunstgewerblicher Erzeugnisse, die man Westgästen schenken könnte. Das Geschäft blüht. Jetzt, wo modische Hüte wieder Konjunktur haben, die entsprechenden Holzformen zu bekommen, ist das eigentliche Problem. Was wäre eine kleine Stadt ohne ihre freiwillige Feuerwehr? Die Männer werden von 2 im Ort installierten Sirenen zum Einsatz gerufen. Dieser ist natürlich eine Übung am Samstagnachmittag, an dem die meisten der 40 Feuerwehrmänner arbeitsfrei haben. Hundert Einsätze machen sie im Jahresdurchschnitt. Die meisten sind keine Feuer, sondern Wassersachen, Rohrbrüche. Keller sind auszupumpen oder auch umgestürzte Bäume zu beseitigen. Die Freiwilligen sind Arbeiter oder Angestellte der Friedrichshagener Betriebe. Zur Feuerwehr kommen die meisten schon mit 16, 18 Jahren. 1988 werden sie den 100. Gründungstag feiern. Unter den Augen ihres Brandinspektors Metke wird die Übung abgeschlossen. Der Kleinbus ist zugeschäumt und nun folgt die Belohnung. Geselligkeit ist großgeschrieben.
Wie heißt es auf dem Bierglas? Wir löschen jeden Brand. Kannst du mal gerne mal ein bisschen Wasser hier? Ein kleines Städtchen am grünen Strand der Spree, wo über den Münkebergen die Sonne scheint in den See, ist rings vom Wasser umgeben und auch vom grünen Wald. Ja, ja, das ist mein Friedrichshagen, die Stadt für Jung und Alt. Ist links vom Wasser umgeben und auch vom grünen Wald. Ja, ja, das ist mein Friedrichshagen, die Stadt für Jung und Alt. Auch hat das kleine Städtchen wohl eine Garnison, wo all die kleinen Mädchen das Küssen lernen schon. Auch haben wir einen Schutzmann, so sehen den Verkehr in der Nacht. Und was noch ist viel schöner, der Freiwillige Feuerwehr. A1, A1, das bleibt bestehen. Die Freiwillige Feuerwehr wird die untergehen. Lied aus! Jene Friedrichshagener, die lieber mit Decke, Luftmatratze, Picknickkorb und Fußball baden gehen, zieht es nicht zum weitläufigen Müggelsee, sondern an das der Brauerei gegenübergelegene Ufer der Spreemündung. Seit 1926 ersetzt ein Tunnel den Fährbetrieb. Und so sitzen sie vis-à-vis ihres Friedrichshagen und ihrer Brauerei in dem lebhaft befahrenen Wasserlauf der Müggelspree. Hier sind die Friedrichshagener Mensch, hier dürfen sie es sein. Und sie sind fast unter sich. Die Ausflügler suchen die ausgedehnten Kiefernwälder, den großen See. Den Alteingesessenen ist der Anblick ihrer Exportbierbrauerei lieber. An diesem Ufer, an dem einst die Müggel baute, Schiffern und Fischern Trank und Herberge bot, begann die Geschichte Friedrichshagens. Die Surfer segeln letzte Wenden. Es wird Abend am Müggelsee. Julius Hart aus dem Kreis der stadtmüden Bohème von 1900 hatte einst aus der Erinnerung geschwärmt: O ihr Tage von Friedrichshagen, ihr Wanderungen am Müggelsee und durch die Müggelberge, ihr seligen Stunden verträumten Hindämmerns in der Kiefernheide, gemeinsamen Schaffens und Wirkens und Suchens, fröhlicher Symposien und ernster Arbeit. Freitagabend im Bräustübel, dem Wirtshausanbau des Berliner Bürgerbräus. Freitag und Sonnabend Tanzabend in der HO-Gaststätte mit den Oldies, einer Tanzkapelle mit Rock und Pop für Jung und Alt. Schwof ist von 19 bis 24 Uhr, Eintritt 4,40 Mark. Hier ist Friedrichshagen unter sich und ehestens so, wie es die Alten kannten. Hier gibt es noch das Bierlokal mit Tanz. So richtig einschlagen will das Angebot jedoch nicht mehr.
Diskotheken mit internationalem Musikprogramm schmälern den Tanzkapellen auch hier den Zulauf. Der Zeitgeist ist dem Tanzvergnügen nach alter Art im Gesellschaftssaal nicht sehr günstig gesonnen. Auf der Böllsche Straße dient Friedrich der Große als Werbeträger für den Friedrichshof, von dem es in einem Westreiseführer heißt, er ist ein Tanzlokal mit großem Stammpublikum. DDR-Schickeria. Man braucht ein wenig Geduld, sollte adrett gekleidet sein, dann findet man hier Zutritt. In dieser Sonntagnacht im Herbst herrscht Andrang zu einer Gala besonderer Art. Einige hundert Gäste, die um die Karten zu 25 Mark gekämpft haben, erwarten in dem fast leergeräumten Nachtclub ein Programm, bei dem einmal nicht sie im Mittelpunkt stehen, sondern ihnen von ein paar hübschen Mädchen etwas vorgetanzt wird. Es findet die Wahl der Miss Friedrichshof statt. Nur wer einen festen Platz in der schicken Nachtszene Ostberlins einnimmt, hat es in dieser Nacht geschafft, dabei zu sein. Dankeschön. Das war unser Modell Nummer 6. Das war Gitti. Und die Wertung für Gitti. Nicht umrennen, bleib gleich oben stehen. Die Rangfolge der Bewerberinnen bestimmen Computergrafiken, die die Lautstärke des Beifalls im Saal veranschaulichen. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to parties, carambas, fiestas, forever. Come on and sing along. We're going to parties, carambas, fiestas, forever. Come on and sing along. Come on and sing along. Kurz, mit Folgen, Wetter, das ist das Master beruflich. Und das erste Mal, dass du so eine Geschichte hier mitmachst? Ja, das erste Mal. Na gut, dann wollen wir uns mal deine Wertung anhören. Ich drück dir, wie allen anderen, die Daumen. Achtung, die Wertung für Silvana. Der Auftritt eines Kraftsportlers bietet nach so vielen Mädchen jenen einen Appetithappen, die lieber einem properen Mann zuschauen. Und ich würde Jürgen bitten, Sie zu kühlen. Es ist Sabine. Der einfallsreiche Jürgen Hübinger beschäftigt 35 Mitarbeiter in dem zweitgrößten privaten Gastronomiebetrieb der DDR. Zwei Kleinigkeiten gibt's noch. Unsere Miss Friedrichshof erhält nämlich jetzt gerade zwei Jahresfreikarten für sich und ihren, wer es auch immer dann sein mag, für ihren Freund, für den Friedrichshof. Bitte schön. Die Show geht weiter. Als Zugabe zur Galanacht treten Herren als Damen auf. Im Friedrichshof ist das prominenteste Travestiepaar der Republik engagiert. In der DDR-Unterhaltungskunst-Fachsprache die Phonomimiker. Kohn und Siegel.
Herren als Damen sind immer eine wirkungsvolle Zugnummer. Seit einiger Zeit auch in der DDR. Die Nacht von Sonntag auf Montag verbringen ganz prosaisch zwei andere Damen, die die Rollen vertauscht haben. Die Bäcker sind Bäckerinnen. Sie haben die Hosen an und verrichten Schwerarbeit. Regine Wühle ist 27 Jahre alt und gelernte Konditorin. Die Chefin Katrin Behrendt ist ganze 21 Jahre. Auch sie hat das Konditorhandwerk gelernt. Anderthalb Zentner wiegt der Mehlsack. Als der Vater von Katrin Behrendt noch lebte, arbeiteten hier nur Männer. Die Tochter hat sich im Oktober 1986 selbstständig gemacht. Ohne die Unterstützung ihrer Freundin hätte sie das nicht gewagt. Katrin Behrendt geht zusätzlich noch zur Abendschule, um sich auf die Meisterprüfung vorzubereiten. Derweil hütet die Freundin ihr kleines Kind. Haben Sie sich ja doch einen sehr schweren Beruf ausgesucht eigentlich. Ne? Macht aber Spaß. Wie lange arbeiten Sie denn so? Na, von 23 Uhr und dann kommt dann drauf an, montags ist dann bis 10, 11 manchmal. Ist aber nicht immer. Wenn wir jetzt wieder Leute haben, dann fangen wir eben, wie gesagt, auch später an. Ne? Aber zurzeit sind wir eben alleine. Morgens um 7. Andrang im Laden der jüngsten selbstständigen Bäckerinnen der DDR. Ein neuer Tag kann beginnen in Friedrichshagen, einer Ostberliner Vorstadt voller Geschichten aus alter Zeit und alltäglicher Gegenwart.